Und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge. Ich habe schon vergessen, ich habe vergessen mitzuzählen. Ich weiß nicht, wie vielste Folge es ist. Es ist gerade 9:30. Sehr gut. Und wir setzen das Spiel fort und gehen in Drews Raum. Definitely Drew's room. What do I do if Drew's here? Ja, das ist ein Problem, deswegen klopfen wir erstmal, bevor wir einfach reingehen. Aber damit haben wir jetzt keine Aufmerksamkeit erregt oder so. Good. Drew's not here. Okay. If I were Drew, where would I hide my money? Ich habe nicht gegähnt gerade. Holy shit, Drew. A college scholarship? No wonder you're so into football. Nice. Good Bet for the dinner him. choices are steak or steak. Damit kann ich leben. I didn't realize Drew was this good at sports. I bet he can't wait to get out of Arcadia Bay. Frank wasn't lying. Looks like Drew sells happy pills to his fellow meatheads. So many folks are shit out of luck around here. At least Drew has some prospects. Mikey Hawk. Take him to a clinic. Oh, ich glaube, das Leben von dem Kerl ist auch echt nicht Too bad I einfach. lost my release form. I was really looking forward to running all those sweaty laps. So, wir haben eine Kiste, wir haben eine Tür. Is the money in there? All right. Guess I have to crack a four-digit code. Oh nein. We might have failed to kill you, Durgeron, but something tells me Mikey's not through. Yet. Bad guys don't usually look so obvious, but this is still awesome. Awesome. Der zeichnet ziemlich coolen Stuff. Und warum hat er, ich frage gar nicht. Mikey's figures. Playing that game yesterday was actually fun. Looks like Mikey's been staying here with Drew. They look so happy. Maybe they are. A lot of numbers on here. Would Drew really use something like this for a lock combo? Wir brauchen eine vierstellige Nummer, das wäre nur hier die 1-2, 1-2. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Damn it. Wrong numbers. Wenigstens haben wir hier nicht das Problem, dass uns irgendwann der Computer sagt, was ist jetzt dreimal ausprobiert? Das geht jetzt nicht mehr klar. So, müssen wir uns jetzt alles nochmal angucken, ernsthaft? I wonder exactly how important 516 is to Drew. Das wäre dann 05. Ich schreibe mir ein bisschen was auf. Holy shit, Drew. A college scholarship? Okay. No wonder you're so into football. Plenty of possible combinations here. Glaube nicht, dass es irgend so ein. Aber die 19 Dingsbums können wir ausprobieren. Also wir haben 92 und 96. Okay.
Zurück. Comics. Die Figuren, da wird wohl. Da ist nichts dran, ne? Nein, Figuren. Mikey's figures. Playing Kannst that dich game unterbrechen? yesterday was actually fun. Ja, sehr gut. Gott, ich habe keine Ahnung. I didn't realize Drew was. Frank wasn't lost. So many folks are shit out of luck around here. Gibt keine. At least Drew has some prospects. Vielleicht draußen an seiner Tür oder so. No, not leaving till I find that cash. Okay, gut. Soll ich das jetzt ernsthaft? Ich probiere jetzt mal die Sachen aus, die ich gefunden habe. Also ich bin wahrscheinlich sehr, sehr schlecht da drin und wir werden die ganze Folge hier rumsitzen. So, was hatten wir denn hier? 0, 5, 16. Damn it. Wrong numbers. Dann haben wir 1996. Damn it. Wrong numbers. 92. Damn it. Wrong numbers. Okay. Dann vielleicht das Geburtsdatum von seinem kleinen Bruder. Ich weiß es nicht, ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Plenty of possible combinations here. Dezember, okay. Auch ein Dezemberkind, sehr schön so. Das wäre also dann... Eins, zwei, zwei, sieben. Ich schreibe mir auch mal seinen auf. Das wäre dann... 0403. Ich finde das voll kompliziert. Warum müssen das die Amis so kompliziert machen? Also wenn wir das jetzt nicht aufkriegen, dann mache ich eine Aufnahmepause und mache das offscreen. Weil ich kann euch nicht sagen, wie lange das noch dauert. Yes! Dachte ich mir, sein kleiner Bruder. Sein kleiner Bruder ist sein Schwachpunkt. Ah. Did little Drew beat you up too? Oder er hat ihn sehr lieb gehabt. Jackpot. I'm kind of good at this. Ich habe ein bisschen Angst, aber da wir uns hier eigentlich komplett umgesehen haben, time to bust out. Gehen wir auch. Hey, Elamon. Chloe, what are you doing here? Nichts ist total bescheuert, aber ich suche Drew ist auch blöd. I was looking for your brother, but he's not here, so... Why? Bro, we gotta go. Ich hab's genau gewusst. What are you doing here? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Doesn't matter. Mikey, get your stuff, let's move. Drew, relax. Slow down. Oh nein, das habe ich im Trailer gesehen. Ich verschwinde hier. You're making me think you're nervous about something. Oh shit, oh shit. Drew, what's going on? Don't worry about it. Stay in here and don't say anything, little brother. Whatever you do, don't open the door. Oh shit. Ich werde es verkacken. You know what's going on? Damon, you shouldn't have come here. School's not the place for this. Really? Where is the place to collect my fucking money? Shit! I told you, I don't have it. Sales are down, man. Nobody wants to get high right now. But look, it's spring season. We just started two-a-days. Those are gonna kill us. I'll be able to sell all the oxy you've got. Drew, you owe me a grand. Where is it?
I said I don't have it right now. I heard about your dad's job, by the way. Tough times. Yeah. Bet a grand would mean a lot to him right now. Where's my money, Drew? I don't know what you expect me to do. I can't just make money appear out of thin air. I want my fucking money! You don't have to hit me, man. I'm gonna... Where is nein. It? Nein! Jetzt muss ich bestimmt einsteppen. Und oh you're mein just Gott, going to lie nein! There? I oh Gott, ich kann sowas nicht. We're supposed to be tough. Sorry to have to do this, kid. No halt ihm die Ohren zu. Steals from me. No one. Fuck. Fuck. Halt ihm die Ohren zu. Die Sache ist die. Ich will nicht, dass sein großer Bruder so hart aufs Maul bekommt. Aber Mikey ist ganz zart und schwach. Und wenn wir jetzt die Tür aufmachen, er hat uns gebeten, dass wir auf keinen Fall die Tür aufmachen. Und wenn Damon dann Mikey gegen seinen großen Bruder verwendet, wäre das fürchterlich. Das heißt, ich darf jetzt wählen. Entweder wird Drew richtig eins aufs Maul kriegen, aber sein Bruder ist beschützt, so wie er das von uns wollte. Oder es kann sein, dass auch noch Mikey was passiert. Oh Gott, ich fühle mich wie so ein schlechter Mensch, aber ich glaube, ich muss bei Mikey bleiben. Bin ich ein schlechter Mensch dadurch? Bin ich bestimmt. Oh Gott. Mikey wird uns hassen, aber vielleicht kann Drew es verstehen. Außer er stirbt jetzt. Das wäre auch schlimm. Oh Gott, ich weiß nicht. Ich tu's einfach. Let me go! No! Your brother said to stay inside. Ich will das nicht hören. It'll be okay, Mikey. Nein! Oh, it'll be okay. Nein, es wird nicht gut. Aber damn, you are one tough kid. Damon ist doch so... Fuck you. Yeah? What about this? Good luck running on that knee now. Bye-bye, football. Scheiße. Well, I'm done. Get my money. Or maybe it'll be your little brother I talked to. Nein, ich wollte Mikey beschützen. Ich hasse dieses Spiel. Drew! It's okay. I'm okay, little brother. Nein, ich wollte das nicht. Thank you, Chloe. Siehst du, ich sag dir das. Thank you. Scheiße. Das Ding ist, wenn wir ihm jetzt das Geld geben, weiß er, dass wir hätten einschreiten können. Ich will das Geld nicht behalten. Aber ich weiß nicht, wenn ich ihm das Geld gebe, ob er halt nicht... Oh Gott, es geht nicht. Wenn er weiß, dass wir hier drin sind, ich würde es ihm unauffällig irgendwo hinlegen, sodass er es zufällig wiederfindet, aber nicht so offen. Sonst kriegt Chloe auch richtig auf den Arsch. Oh Mann, es tut mir so leid. Ohne Witz, ich bin wahrscheinlich der schlechteste Mensch und es ist am Ende 1% der Menschen hat sich so entschieden, aber... I didn't do anything. You kept my brother safe. Drew, you need to get to the hospital. Don't tell anyone about this, okay? Yeah, no. No way. What? What are you going to do? Oh, God. About Damon? I don't know. One day at a time. I hear you. Ich hoffe, er kriegt's nicht raus. Weil dann habe ich's richtig schlimm gemacht. Dadurch haben wir jetzt dafür gesorgt, dass Skip seinen Job kündigt.
Und damit haben wir Platz für David, der neue Security Guard wird. Was wir ja bereits wissen. Oh Mann. Wartet mal kurz. Ich muss mal hier eine ganz kleine Einstellung vornehmen. Damit das Desktop-Audio, also die Spielausgabe-Sound, Soundstärke, genau. Dass es nicht so laut ist. Vielleicht hätte ich das früher machen sollen. Aber okay, so. Do not walk on the stage. Hast du nichts gelernt? Oh, ist das Dana? Ich glaube, das ist Dana. Die ist voll aufgeregt. This day has been so messed up. At least I can talk to Rachel now. If I can find her back here. So, was haben wir denn? Steph? Du hast Mikey gehalten. Er hat es mir erzählt, das hat ihm viel bedeutet. Ich habe ihm nichts getan, danke für das, was du getan hast. Mama Drew, ich stehe immer noch unter Schock. Auf dem Weg ins Krankenhaus. Genau, aber das, genau das meinte ich. Dass das wichtig ist für Mikey, dass Mikey nichts passiert. Und das ist auch Drew wichtig. Auch wenn das jetzt mit dem Football Scholarship nicht mehr... Ach, scheiße. Es tut mir leid. Ich habe es voll... I've already seen what happens when Rachel plays with fire. Rachel plus swords should be fun. Ja, mit Sicherheit. Achso, ich dachte, ich blende mich mal wieder ein. Jetzt haben wir hier die Lichttafel und wir werden nicht daran spielen. Must be Steph. Sucks that she has to miss this. Ach, fuck. Stimmt. Hey, Hayden. Ist Samantha etwas spying on Nathan? Ja, natürlich. Ups. Ups. Da war doch gerade irgendwas. War da nicht irgendwas? Nein. Okay, ich bin verwirrt. Ja. Wen interrupten wir denn jetzt als erstes? Oh, hier ist die Trennwand. Mal wieder. Bitter much? I don't get bitter. I get even. Wonder which Bachelor contestant Victoria stole that line from. Schön, dass bei im Deutschen da nur Reality Show ist und der aber im Original sie tatsächlich Bachelor sagen. After all the work Steph did, it's amazing that she would drop everything to be there for Mikey. Ja. Aber ich glaube, sie wird. Ich glaube, irgendjemand wird das hinkriegen. Läuft's bei deiner super langen Besorgung. Du bist immer gegen einen verrückter Scheiß ab richtig über. Und dann geht's dir gut, willst du drüber reden? Später mach dir keinen Kopf, bis das Stück vorbei ist. Ich bin hinter der Bühne. Super, bin auf dem Weg. Nice! Das heißt, wir sehen Miss Little Sunshine gleich. Looks like Victoria has finally pushed Dana over the edge. Hey, Dana. Did Doug dig David's garden? Or did David dig Doug's? Did Doug dig David's garden? Know. Or did David? Did Doug dig David's garden? Oh Gott. Or did David dig Doug's? Aber schön, dass sie hier den Krautkleid und Blaukraut Spruch genommen haben. Drama teachers always seem so drama. Dramatic. Achso, okay. Sup, Mr. Keaton. Why, if it isn't the muse of the Blackwell drama department. Tell me, young lady. Do you still believe true love is a lie? Not sure. I don't know. I guess the whole point of love is to leave yourself open to... whatever happens. Oh, das ist indeed. Sehr... That is an art many of us attempt and precious few master. Budding dramaturge, may your propitious appearance counteract the tragedy of Stephanie Gingrich's sudden recusal. An emergency, she says.
Word. Stephanie was our lion of the light board, but platitudinal though it may be, the show must sojourn forth. That dude is weird. Ich hatte kurz Angst, dass er uns fragt, dass wir das machen und dass irgendein Minigame ist, was ich kaputt, also was ich auf jeden Fall nicht hinkriege. Even Hayden seems super into this play. What is happening? Hey, Hayden. Address me as Ferdinand, good lady. Nein. All right. Hey, Ferdinand. Sup, Chloe. I mean, sup, fair maiden. Great. What's up, fair maiden? Method acting. Really? Thanks. Oh Gott, Hayden ist so dumm. Aber gut dumm. Also auf eine gute Art und Weise dumm. Und jetzt spying wir on Samantha, während That's sie some shameless eavesdropping there, Samantha. Ja, ja. Böse Samantha. Hey, Samantha. Shh. Nathan, please. I can't do it, Dad. I'm sorry. Keep your voice down. Now listen to me. Ja, wir wissen, dass Nathans Dad ein Arsch ist und dass es daher rührt, warum. I should find Rachel. Ja, wir gehen da jetzt Boys rein. Changing tent. Thanks, but wir gehen no da jetzt thanks. Nicht rein. Entschuldigung, natürlich gehen wir in das andere. Entschuldigung. Keine Absicht. Rachel? Hallo. Rachel. Ah, Victoria. Nein! Oh, ich werde sie töten. Sie tut Rachel irgendwas in den Tee. Blöde Bitch. Whatever that was, it was shady as shit. Ja. I need to find whatever Victoria slipped into that drink. Irgendwas anderes, irgendwas zum Schmieren. Ich wollte gerne was beschmieren. Ach so. Okay. Immerhin das. Adding putting on makeup to the long list of reasons I wouldn't be caught dead on stage. Yeah. Only the finest child slave labor for Victoria Chase. Yeah, right. Ich hätte zwar einfach drin rumgekramst, aber okay. Victoria Chase is actually a pretty talented photographer. Why does that piss me off so much? Weil Max fotografiert hat. Das Foto würde ohne uns gar nicht existieren. Muscle relaxers? Nur für den Empfänger. Wir werden. Hurry now, before your tea gets. What are you doing here? This area is for cast and crew only. Nein, nein, nein. Sind wir so ehrlich? Ja, wir sind so ehrlich. Here to support Rachel. How nice. I want to make sure she's relaxed before the show. Whatever.
Oh, Rachel Amber. It was customary among the thespians of ancient Greece for the understudy to offer hot tea to the lead actress on opening night, as a way of showing appreciation for her tutelage. It is in that spirit that I offer you this beverage. May it help to reveal the essence of your talents for all to see. Wow. That, thanks. Können wir da bitte was gegen... Ich weiß nicht, wenn wir Victoria ablenken, kann es sein, dass es schief geht? Oder können wir einfach Rachel warnen, ist sicherer? Sorry. Wait up, Rachel. Bitch, dosed your tea. Excuse me? How dare you? Victoria, could this possibly be true? Of course not. A dropout Chloe is clearly directing her misplaced anger at me. I'm sorry your life is a mess, but it's not my fault, okay? Chloe, Victoria is my friend. She would never do anything to sabotage me. Then she should prove it. Drink the tea. What? I wouldn't dare insult Victoria's integrity like that. Then again, if that's what it'll take to convince you that Victoria is a good and caring person, fine. Come on, Vic. Put dropout Chloe in her place once and for all. Oh, happy? So happy. Ugh, whatever. If you're done accusing me of things, I'll just be on my way, bitches. Wow. Saved my ass again, Price. All in a day's work. And this has been a particularly batshit crazy day. Sweet Parmesan, we're ruined. The show is ruined. That was quick. My dear young artists, a misfortune most unkind has befallen us. Juliet is waylaid. That infernal inferno is the culprit, closing down the roads and robbing us of our Ariel. Would that she could but manifest on her master's whim as a true spirit. Alas, devoid of an understudy, the situation is a dire one indeed. I'm afraid we may have to cancel. Truly, we are a cursed lot. Even my prodigious imagination cannot conceive of a worse turn of fate. Muska, touché. What? No. Mr. Keaton. No. Chloe could step in for Juliet. No fucking chance. At least until the road's clear. The romantic. She's the right fit for Juliet's costume. She is indeed. Tell me, my dear, have you ever acted before? Hell no. She's being modest. We play improv games all the time. And she's fantastic at it. My dear. What if I told you that the entire fate of the production rests upon your slender shoulders? I'd say you're super fucked. Chloe, please. Do it for me. For me. Fine. Damn it. I can't believe Rachel's talked me into this. Du siehst großartig aus, aber völlig unerwartet. So, was war das? Seriously, have to memorize all of this? Thanks, Rachel. Oh, my great mistress, I come to answer thy best pleasure. Ich habe das Gefühl, ich sollte mir das aufschreiben.
Und weil ich so schlecht im Aufschreiben bin, mache ich mal eben ein paar ganz... Ich glaube, ich sollte ein paar ganz schnelle Fotos davon machen. Also... Oh Gott. Es wird super schief gehen und ich weiß, dass ich gerade cheate. Aber ich kann mir absolut nichts merken. Zumindest nicht unter Druck. Ich stand schon zu lange nicht mehr auf der Bühne. Oh Gott. Wahrscheinlich ist es auch völlig vergebene Liebesmühe, weil ich das am Ende gar nicht wirklich wissen muss. So. Haben wir das mal just in case. Zurück. Oh Gott. Tolle Plätze, wo bist du? Oh, du wirst schon sehen. Oh Gott. Ich finde, es ist großartig so. Ja, die Notiz hatten wir uns schon angesehen. The only thing worse than looking at spandex is being forced to wear it. Looks like I'm late. As usual. Ja. Da wir hier scheinbar auch nichts mehr Grobes anmalen können. Oh, das ist so cool. Diese Skizzen, die sie gemacht hat. Das ist fantastisch. Los. Genau. Und ich würde sagen, sobald er fertig geladen hat, das Play sehen wir in der nächsten Folge. Entschuldigung. Tut mir leid. Aber laut Aufnahme nehmen wir schon lang genug auf. So, ich wünsche euch eine wunderschöne Restzeit des Tages oder auch wunderschöne nächste Tage. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, morgen wieder. Bis dann! Oh, ich habe draufgehauen und das war wahrscheinlich voll das eklige Geräusch. Also, bis dann! I feel numb. I feel numb in this kingdom.